Ina Iske, Kurt Schwän. Er spricht Margot Ziegenrücker. Sechster Abschnitt. Instrumentalmusik. Auch in Schwäns Instrumentalmusik, von den kleinen Klavierstücken über die klassischen Formen der Kammermusik bis zu den großen Orchesterwerken, herrscht kammermusikalische Struktur vor. Das mag seine Ursachen wohl auch in Charaktereigenschaften haben, die uns an dem Komponisten im täglichen Leben auffallen. Er liebt Kürze, Prägnanz und Beschränkung auf das Wesentliche. Auf die Musik übertragen bedeutet das, jeder Ton hat seine Funktion. Unwichtige oder überflüssige Noten gibt es nicht. Die Partitur wird nicht mit Zierat belastet und bleibt stets klar überschaubar. Das, was der Komponist mitzuteilen hat, drückt er in konzentrierter Form aus, ohne Geschwätzigkeit. Bei einem solchen Kompositionsprinzip muss das musikalische Detail von größter Bedeutung sein. Nicht immer erschließt sich ein solches Werk dem Hörer sogleich. Er muss die Musik mit wachen Sinnen aufnehmen, gleichsam zum Mitarbeiter von Komponisten und Interpreten werden. Ihm bleibt keine Zeit zum Träumen. Meine Musik raubt dem Zuhörer den Schlaf. Sie ist zu Ende, bevor er sich einmal umdrehen und die Augen schließen kann. Doch das Mitdenken und Entdecken bereitet Vergnügen, aktiviert Verstand und Gefühl. Auch in diesem Sinne ist Schwäns Streben nach einer kollektiven Kunst zu verstehen. Die kammermusikalischen Spezifika sind besonders geeignet, Interpreten wie Hörern das bewusste Aufnehmen von Musik zu erleichtern. Schwäns Vorliebe für überschaubare Formen sowie polyphone Stimmführung kommen diesem Anliegen entgegen. Als versierter Improvisator weiß er, wie man ein Thema musikalisch durch feine Nuancen verschieden beleuchten kann. Umbiegen des Vertrauten nennt es Kaden und sieht darin neben elementaren musikalischen Strukturen und den kleinen musikalischen Formen, Miniaturen, einige der Gründe, wie Schwän den Hörer zur musikalischen Nuance zu führen sucht. Die Instrumentalmusik, von der der Komponist ursprünglich kommt, blieb lange beschränkt auf Klavierstücke und kleinere kammermusikalische Werke. Dabei ist die Klaviermusik oft nicht zum Vortrag bestimmt und trägt intimen Charakter, Intermezzi. So fehlen in solchen Stücken virtuose Elemente und effektvolle Schlüsse. Viele Zyklen fanden Eingang in die Unterrichtspraxis. Sieben Präludien, Katze, Schnee und Dudelsack, leichte Variationen. Anders bei Einbeziehung des Klaviers in das Ensemblespiel, wo es oftmals anspruchsvolle und kapriziöse Aufgaben übertragen bekommt, Concerto Piccolo für Jazzorchester, Concertino Apollineo, Klavierkonzert, Kammeroper Der eifersüchtige Alte. Anders auch in den virtuosen Stücken späterer Jahre, bulgarische Rhythmen, La Nuit. Während der Komponist früher häufig Klavierstücke in anderen Werken verarbeitete, Ostinato 56, Miniaturen, löst er sich in letzter Zeit allmählich vom Klavier, wenn er für Orchester schreibt. Aufgrund seiner gereiften Orchestererfahrungen, so scheint es, berücksichtigt er von vornherein die Eigenarten der verschiedenen Instrumente. Neben dem Klavier bevorzugt Schwän immer wieder die Blasinstrumente, besonders Klarinette, Trompete, Fagott. Ein wenig mag das auf den Einfluss Brechts zurückzuführen sein. Ganz sicher aber spielen auch praktische Erwägungen eine Rolle, etwa wenn es um die Besetzung seiner Opern geht, bei denen er häufig auf Streicher verzichtet. Im Gegensatz dazu gibt es aber eine große Anzahl Werke, die nur oder vorrangig für Streichinstrumente geschrieben sind. Volkslieder, Streichquartett, Trommelschlagvariationen, Concerto Grosso. Außerdem, wie fast für alle Instrumente, auch viel Unterrichtsliteratur, die auf Wunsch von Pädagogen entstand. Zu seinem Violinkonzert und einigen anderen Stücken der letzten Jahre für Streichinstrumente wurde er durch den Geiger und Dozenten Ulfert Thiemann angeregt. Obgleich Schwän, wie er selbst bekennt, kein Sinfoniker ist, wendet er sich wiederholt großen musikalischen Formen zu, aber auch hier kammermusikalische Struktur bewahrend. Wurde er anfangs dazu durch kulturpolitische Forderungen angeregt, Sinfonietta, Doppelkonzert, so schärfte sich sein Sinn für klangliche Farben immer mehr und es reizte ihn, mit der breiten Orchesterpalette zu arbeiten,
mitunter sogar, um damit zu experimentieren. Aber auch dabei lässt er sich niemals zu einem ungezügelten Klangrausch hinreißen. Seine Instrumentierung bleibt durchsichtig. Die Orchestersuite Promenaden ist dafür ein treffendes Beispiel. Zahlenmäßig nehmen große Werke dieser Art einen relativ geringen Raum ein. Auch eine der neuesten Arbeiten unter den größeren Werken Schwäns, ein Concerto Grosso für Streichorchester, ist wieder echte Kammermusik. Kennt man den Komponisten persönlich, so weiß man, dass dies von der gesamten Wesensart her seine Domäne bleiben wird. Es ist die Stille, die Intimität, die geistige Klarheit des Menschen Kurt Schwän, die sich darin am glücklichsten artikuliert.